Prozess gegen Meshalet Tolu ist eine Farce. Die Behörden werfen ihr die Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung vor, wie so vielen kritischen Journalisten. Meshalet Tolu saß bereits 8 Monate in Untersuchungshaft. Kurz vor Weihnachten 2017 kam sie frei, doch das Verfahren geht weiter. Am kommenden Donnerstag muss sich Tolu in Istanbul erneut vor Gericht verantworten. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Es ist wahrscheinlich, dass Tolu am Ende freigesprochen wird, doch eine Garantie dafür gibt es in der Türkei unter Erdogan nicht. Selbst wenn Meshalet Tolu am Ende freigesprochen wird, die Situation für Journalisten in der Türkei bleibt extrem schwierig. Nach wie vor sitzen mehr als 140 Journalisten in der Türkei im Gefängnis. Einige von ihnen wurden inzwischen zu langen Haftstrafen verurteilt, so etwa Ahmet Altan, der ehemalige Chefredakteur der linksliberalen Tageszeitung Taraf. Wer sich gegen die Regierung stellt, der muss mit Repressionen rechnen. Der Deutsche Journalistenverband hat Journalisten gerade erst wieder vor Reisen in die Türkei gewarnt. Nach wie vor sitzen mindestens 5 Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei im Gefängnis. Erst vor wenigen Tagen wurde ein deutscher Staatsbürger, Adnan Sütçü, wegen regierungskritischer Posts in den sozialen Medien vorübergehend festgesetzt. In Deutschland hat die Aufmerksamkeit für das Thema Meinungsfreiheit in der Türkei etwas nachgelassen. Das heißt aber nicht, dass sich an den Bedingungen im Land irgendetwas gebessert hätte.